Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen nun zu unserer Science-Fiction-Serie. Natürlich zukunftsorientierte Menschen. Ja, das ist für die Älteren natürlich ein alter Karlauer, da kommt man nicht mehr durch. Nein, die Jungen lesen da was da. Ja, was die Zukunft bringt. Die Alten sagen, ach, hau weg, das alles da, da. Das war doch immer alles da, was das da so war. Ja, aber wir haben hier einen, der ist natürlich zukunftsorientiert und wir wollen uns der Zukunft nicht versperren. Und dafür einmal Ton ab zu unserem Zukunftsprogramm. Natürlich, das ist nun einmal so. Hier, Ihre Berliner Ecke. Ja, natürlich, Ton ab. Also, geht doch wunderbar. So, Sie sagen, Sie haben da eine, wie nennen Sie das da? Ja, das ist ein Hörspiel, sagen die, ja. Ein Hörspiel, ja. Ja, ach nein, ich lese gerade kein Hörspiel. Das ist eine Art Idee von Werbeprogrammen fürs Jahr 3000. Das gab es ja noch nie, nicht mal im Roman oder so. Da gibt es ja so Science-Fiction-Romane und all diese Dinge. Da ist man ja auch viel durch, aber von Werbeprogrammen habe ich da... Also Werbung, wie ist der Zukunftsmensch im Jahre 3000? Was sieht er dort am TV oder irgendwie, wenn es das dann überhaupt noch geben würde, wissen wir ja nicht. Aber wie stellt man sich das da vor mit dieser Werbung im Jahre 3000? Das haben Sie da, ja? Ja, das habe ich. Und dafür drücke ich dann mal hier auf den Knopf. Ja, ja, dann können Sie sich das mal anhören. Ja, ich habe kein Bild dafür. Wir machen nur in Ton hier als solches, weil das ist uns, wir haben hier nicht diese Kosten hier. Das können wir einfach nicht machen hier. Das ist uns einfach zu teuer hier. Das ist ja bei uns hier einfach so, machen wir so, ja. Ja, so, kleine Nummer hier für uns hier, ja. Ja, dann drücken Sie doch mal rauf da. Ja, das mache ich doch. Hey. Schatzi, ja? Schatzi, möchtest du dein Ei? Ja? Es ist in 3 Sekunden fertig. Ja, wie geht das? Das hat doch früher noch mal 4 Minuten gedauert. Nein, das ist jetzt anders. Dr. Hirschhaus. Hirschhausi. Hausilein. Hirschi Hausilein hat uns gesagt, dass es nur eine Devise gibt. Das hat er uns vor 1000 Jahren schon gesagt. Es kommt! Die Zukunft wird uns das Leben erleichtern. Natürlich, wir freuen in uns einer Klimaerwärmung. Und um solches sagen wir, unser Ei, mein lieber Schatz, dauert nur noch 3 Sekunden. Nein, verherrlich. Ja, dann tu doch mal auf das. Ja, noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei. Na also. Wunderbar. Ja, und das kaufen Sie direkt um die Ecke beim Supermarkt. Ja, das ist dann mal dies als solches. Ja, 3 Sekunden Ei. Ihr 3 Sekunden Ei. Ihr CO2 3 Sekunden Ei. Greifen Sie zu, schon vorgekocht. Keine Arbeit mehr zu Hause. Wunderbar. Ja, siehst du, geh doch da mal rüber. Ja, was machst du denn hier? Veranstaltest hier deine und so. Ja. Das wäre doch mal alles viel schneller gegangen, ne? Hättest du es mal als da 3 Sekunden Ei gleich vom Supermarkt mitgebracht. Das wäre doch alles viel besser gewesen, ne? Ja, ja, das weiß ich ja. Und deshalb, hier, da hast du dein 3 Sekunden Ei. Ja, danke dir. Ja, wunderbar. Schwupp, weg ist es. Ja, wunderbar. Aha. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben dieses gehört. Hier, das war eine Science-Fiction-Serie. Was machen Sie mit Ihr 3-Sekunden-Ei? Natürlich ein 3-Sekunden-Ei. So ist die Welt, so geht es, so. Alles wird schneller, alles beschleunigt sich, alles wird immer heißer, immer wärmer. Ja, bleiben Sie uns wohl auf. So geht es nun einmal. Wie soll das auch anders sein? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben es gehört. Greifen Sie zu zum 3-Sekunden-Ei. Ihr CO2 3-Sekunden-Ei im Jahre 3000. Natürlich, so geht das. So sagt es uns ein Hirschi-Hausi. Das wird so kommen, wie er es uns voraussagt. Wie sollte es anders sein? Einen Hirschi-Hausi, ja, er ist als Hans Dampf in allen Gassen unterwegs und sagt uns da mal die Zukunft an. Wie sollte es anders sein? Ja, glauben wir diesem Trottel? Hier Ihre Berliner Ecke. Ihr Sprachfunk. Hallo, hallo, Ihr Sprachfunk.